Und weiter geht's mit Gothic. Wir haben uns das letzte Mal auf dem Weg zu dieser alten Mine gemacht, die wir jetzt erkunden werden. Wir haben noch ein bisschen, naja, ein bisschen ist gut, wir haben ein Level gemacht und noch keine Punkte verschwendet. Wir werden gleich erstmal lernen, wie man den Minecrawlern die Giftsäcke da aus den Zangen zieht. Zangenknacker. So. Und dann fangen wir jetzt einfach mal mit der alten Mine hier an. Und labern uns mal durch die Gegend. Kannst du mir was über die Mine erzählen? Hier, wo wir uns befinden, das ist der Hauptschacht. Über ein Stegsystem kommst du bis ganz nach unten. Und überall wird Erz geschürft. Doch sei vorsichtig, hier gibt's auch eine Menge Minecrawler. Ganz unten steht die Schmelze. Einen Teil des Erzes schmelzen wir direkt ein und verarbeiten es. Auf was sollte ich in der Mine achten? Vor allem auf Minecrawler. Das sind gefährliche Biester. Wir mussten wegen ihnen schon einige Höhlen aufgeben. Haben schon so manchen Buddler verspeist. Erzähl mir von den Crawlern. Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Wenn du ein Bier ausgibst, erzähle ich dir noch was über die Crawler. Das war ja klar. Ich hoffe, wir haben noch was. Hier, trink einen auf mein Wohl. Alles Säufer hier, ey. Danke. Also, die Crawler gibt es hier zuhauf in vielen Nebenhöhlen. Hier im Hauptschacht haben sie noch nicht angegriffen. Wenn du ihnen mal begegnest, dann lauf. Oder stell dich mit dem Rücken zur Wand. Dann hast du vielleicht noch eine Chance. Ja, hier haben wir erstmal erfahren, was hier so in der Mine abgeht, wie es nach unten geht und ja, gucken, was es hier noch so gibt. Bei dir kann ich tauschen? Ich habe alles, was du brauchst. Was ich nicht habe, willst du auch nicht. Ja gut, dann gibt man den dicken Zweihänder her. Ach, hat er nicht. Ich will ihn aber trotzdem. Also irgendwer lügt jetzt hier. Ach, alles Bullshit hier. Aber da können wir gleich mal gucken, was die Flügel wert sind. 8 Stück. Also 8 Erz für einen Flügel. Immerhin 80. Hat er aber nicht. Also da haben, also die werde ich in Zukunft immer aufsammeln. So, und hier müssten wir das lernen können. Mit den Zangen. Was macht ihr Templer hier in der Mine? Wir jagen die Minecrawler. Geh lieber zurück ins Lager, da bist du sicher. Warum jagt ihr die Crawler? Wegen ihren Zangen. Sie enthalten ein wertvolles Sekret. Was für ein Sekret? Ein Gift. Nur unser Guru Kor Kalom weiß, wie man daraus Tränke brauen kann. Aha. Ja, da waren wir ja gerade. Wer ist Kor Kalom? Er ist einer der mächtigsten Männer in der Bruderschaft. Er kennt viele Geheimnisse und kann die Gedanken anderer kontrollieren. Zudem ist er der Alchemist. Er braut Tränke, damit wir geistigen Kontakt zum Schläfer herstellen können. Geh doch einfach mal ins Lager. Wir suchen immer gute Leute. Ich werde mal drüber nachdenken. Nee, danke, da komme ich gerade her. Wie kann ich den Minecrawlern die Zangen entfernen? Das ist ein Vorgang, der nicht so einfach ist. Ich kann dir das beibringen. Ja, gerne. Kannst du mir das Zangenrausschneiden beibringen? Du musst erst einen tiefen Schnitt in das Fleisch machen. Sei vorsichtig, dass du nicht die Zangendrüse erwischst. Triffst du sie, spritzt das Sekret raus. Das ist bestimmt ziemlich schmerzhaft. Und wie? Hast du eigentlich noch 3-Finger-Kargur, den Crawlerjäger, kennengelernt? Ach nein, das war vor deiner Zeit. Nun, also weiter. Schneide großflächig um die Drüsen herum und entferne dann das Fleisch zusammen mit der Zange. Wenn du dich daran hältst, wirst du keine Probleme mit dem Rausschneiden der Zangen haben. Aha, sehr hilfreich. Bis dann. Möge der Schläfer erwachen. So, wen haben wir hier noch? Ein Gardisten, unwichtig. Lauter Kisten. Ja, dann gehen wir mal runter. Und schauen mal, was hier so geht. Ich denke, wir gehen erstmal nach unten, bevor die ganzen Nebenschächte hier machen, damit wir mal ein bisschen vorankommen hier. Ich habe schon genug rumgelabert, die letzten Parts. Wir wollen ja mal storytechnisch hier ein bisschen vorankommen.
so eine Leitermusik wie eine Fahrstuhlmusik wäre eigentlich recht praktisch hier. Wen haben wir hier? Aaron. Was machst du hier? Ich pass auf, dass so Butler wie Snipes da drüben die Finger von meiner Truhe hier lassen. Ich glaube, den können wir gleich runterlocken. Ja, ich verrate schon wieder zu viel. So, von da kommen wir. Und hier muss es irgendwo wieder runtergehen. Tja, oder ich bin blind. Okay, ich bin blind. Ach, da vorne. So. Da vorne ist wieder eine Leiter, da können wir schon runtersteigen. La 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 da 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 da. So. Da sind wir auch schon unten, noch nicht ganz unten, wie es aussieht. Erstmal die Pilze hier einsacken. Ups, fast übersehen. Ein neues Gesicht. Na? Schon mal ernst geschürft, Jungchen? Nö. Bist du schon lange hier? Ich bin schon seit 10 Jahren hier. Du kannst mir glauben, dass ich schon einiges gesehen und erlebt habe. So manche Gefahr habe ich schon gemeistert und es immer verstanden, am Leben zu bleiben. Damals, als wir noch in der inzwischen verlassenen Mine gearbeitet haben und die Stützbalken eingekracht sind. Aber das sind alte Geschichten. Du hast doch bestimmt auch eine Menge Ausbruchspläne mitgekriegt. Hör zu, mein Junge. Ich weiß genau, du willst hier raus. Aber vergiss es. Gewöhn dich direkt daran und vergiss die Gedanken vom Ausbruch. Ich habe die Gesichter der Leute gesehen, die versucht haben, aus der Barriere zu fliehen. Mach nicht denselben Fehler. Die Barriere hält jeden auf. Ich habe nicht vor, die nächsten 10 Jahre meines Lebens hier zu schürfen. Nein, das wirst du nicht. Vielleicht wirst du zu den ganz Großen gehören, wer weiß. Du wirst dich nach oben arbeiten, aber ganz egal, wie weit du auch kommst, die Barriere wird dich aufhalten. Ja, super. Viel Glück noch. Dir auch, Jungchen, dir auch. Ja, dann schürfen wir weiter. So, da sind wir auch schon unten angekommen. Zumindest bei Ian. Bist du Ian, der Chef der Mine? Ja, ich bin Ian. Und das hier ist meine Mine. Also fass nichts an und mach nichts kaputt. Ist das nicht Gomez' Mine? Ja, natürlich ist das die Mine des alten Lagers. Aber hier drin gibt's nur einen Chef. Und das bin ich. Kannst du mir ein paar Takte zur Erzförderung erzählen? Wir fördern hier rund um die Uhr Erz. Im Monat sind das über 200 Säcke Erz, die gelagert werden und nochmal 20 Säcke, die eingeschmolzen werden. Mit dem Erz, das wir dem König liefern, können hunderte von Klingen hergestellt werden. Uiui. Was brauchen wir denn jetzt hier, genau? Diego schickt mich. Ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen. Haben wir sonst noch was? Ich habe gehört, das Erz ist magisch. Erzähl mir davon. Das magische Erz besitzt besondere Qualitäten. Es macht die Waffen unzerbrechlich und die Klingen sind schärfer als gewöhnliche. Eine Armee, die mit solchen Waffen ausgestattet ist, hat einen entscheidenden Vorteil in jeder Schlacht. Ja, ich denke, das reicht. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Alberto. Was hat der denn? Bei dir kann ich tauschen? Jupp! Alles, was du willst, wenn du Erz hast. Der hat auch nicht so wirklich viel, also irgendwie. Gardist. Hui, ein Haufen Erz, den wir leider nicht anwählen können. So, mal gucken, wo es hier noch tiefer geht. Ich muss mal die Maus benutzen hier, so. Da geht's runter. Okay, da sind die Typen, die Templer, die hier den Weg lang laufen. Sieht zumindest danach aus.
Der Quatsch wird viel. Na, ja, dann nehmen wir erst den Pilz. Okay, den auch noch. Früher ah, jetzt. Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler müssen irgendwo ein Nest haben. Wenn wir nur wüssten, wo es ist, dann würden wir die ganze Brut ausrotten. Okay. Möge der Schläfer dich schützen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen können mit dem Nest. Da ist übrigens ein Minecrawler, den sehen wir gerade. Aber mit denen weiß ich nicht, ob wir uns mit denen schon anlegen sollten. Ich lasse es mal lieber. So, hier ist auch nichts mehr. Ich denke mal, hier unten ist dann gar nichts mehr. Ihr könnt mich ruhig eines Besseren belehren. Wir haben jetzt erstmal die Liste, weswegen wir hier sind. Und werden mal wieder nach oben schauen. Ja, dann, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir geben die Liste direkt bei Diego ab, aber da wir alle Quests machen wollen, also die Möglichkeit haben, uns allen Lagern anzuschließen, wäre ich dafür, dass wir die Liste, den Laris nochmal zeigen. Das heißt, das wäre unsere Aufnahmebestätigung für das neue Lager. Ulbert, was gibt's? Was ist in dem Lagerschuppen? Das geht dich nichts an. So lange herumstehen macht bestimmt durstig. Und wie? Mann, ich könnte wohl den einen oder anderen Schluck vertragen. Hast du was dabei? Natürlich nicht. Verdammt, wir haben das letzte Bier denn einen Typen noch umgegeben, damit er uns belanglose Sachen, mit belanglosen Sachen volllabert. Mann. Jetzt stehen wir da. Wir hätten das ganze Lager ausplündern können, aber nein. Ist hier noch was? Der Typ. Nee, hier war sonst nichts mehr. Ah, hier ist doch der Snipes. Wie sieht's aus? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Wenn du Aaron dazu kriegst, dass er von der Truhe abhaut, dann gebe ich dir 10 Erz. Ja, in der Truhe ist, glaube ich, mehr drin. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir den hier wegkriegen. Irgendwas davon ist nämlich zu treffen. Genau. Ian schickt mich. Du sollst sofort zu ihm kommen. Was will er denn? Er will dir eine Belohnung für deine guten Dienste geben. Ach, tatsächlich. Ich glaube, du gehst jetzt besser. Okay, das war's nicht. Nochmal von vorn. Ian schickt mich. Du sollst sofort zu ihm kommen. Was will er denn? Ich glaube, das können wir abbrechen. So. Er will dir kräftig in den Arsch treten, weil du so faul bist. Na, das ist doch nichts Neues. Geh weg! Boah, den kriegen wir schon noch weg hier. Und wenn wir hier alle Möglichkeiten durchgehen. Ich habe gehört, dass Banditen in der Mine sind. Sie wollen das Erz. Hältst du mich für blöd? Das würden sie niemals wagen. Die Buddler haben einen riesigen Erzbrocken gefunden. Na und? Den musst du dir unbedingt ansehen. Vergiss es. Ja, super. Also doch Ian das. Ian schickt. Was will er? Aber diesmal mit keiner Ahnung, was? Keine Ahnung. Das wird Ian dir schon selber sagen. Glaubst du, er erzählt mir sowas? Dann werde ich mal zu ihm gehen. Jo, dann geh mal. Dann warten wir mal, bis er weg ist. Ah, gerade jetzt läuft die Zeit ab. Dann würde ich sagen, stoppe ich mal hier ganz kurz. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder, wo ich dann versuche, die Kiste aufzuknacken, also beziehungsweise zu plündern. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Tschüss.